Klappt das? Klappt das? Klappt das? Klappt! Yes! 3! Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Ich weiß, es kam erst gestern ein Video, aber ich muss sagen, Clash Royale macht aktuell einfach so massiv viel Spaß, dass ich einfach trotzdem heute nochmal ein Video machen wollte. Nehmt mir jetzt bitte nicht böse, aber wie gesagt, es bockt halt gerade einfach aktuell. Und ich spiele ja nicht einfach nur so, sondern wir können uns hier diesen Kaktus angucken. Ist ein stabiler Kaktus. Und wir können eine Magietruhe freispielen. Dafür brauche ich nur 45 Trophäen, also 2 Siege. Sollte ich, glaube ich, hinkriegen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht allzu krass aufsteigen, weil in meinen Kommentaren stand, dass in der Arena 11 die Gegner teilweise Level 11 und 12 sind. Und ich sag mal so, mit Level 7 kann ich da wahrscheinlich nicht so mithalten. Ich würde sagen, wir spielen heute so lange, bis wir die Kronentruhe und die Magietruhe freigespielt haben. Wir werden nicht so erfolgreich spielen in der letzten Folge, den haben wir ja nur gewonnen. Ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, passiert mir eigentlich nicht so häufig und wir kriegen nochmal einen Mauerbrecher. Okay. So, okay, ich hab Bock. Ich hab Bock, ohne Witz. Ich bin so gecatcht vom Spiel wieder. Was komisch ist. Ich glaube, die Pause war es einfach. Aber die Pause kann es eigentlich nicht sein. Weil es gibt ja auch ein paar Spieler, Big Spin zum Beispiel. Der spielt das Spiel ja jetzt seit es rausgekommen ist. Und der spielt es ja auch wieder super gerne aktuell. Also das kann kein Zufall sein. Der Spiel ist, glaube ich, generell einfach wieder gut geworden. Was ich gut finde. Ist super. Okay, wie machen wir das denn? Wir haben einfach den Packer rausgehauen, ohne groß nachzudenken. Oh, er macht die... Level 10. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich nice, weil die überlebt einen Blitz. Also nice für ihn. Wenn eine Einheit einfach einen Blitz überlebt, obwohl er das eigentlich nicht machen sollte. Ja. Ist sehr, sehr nice. Okay, jetzt kommt das Koboldfass. Ich hätte wahrscheinlich nichts... Doch. Ah, okay, er hat noch Magier. Aber es hat natürlich auch was... Er hat das Kampfholz und das Barbarenfass. Kann man natürlich machen. Na gut, dann machen wir es mal so. Wir haben ja auch ein bisschen Schaden gemacht. Das passt schon, aber hätte auch ein bisschen mehr sein können. Er hat sehr viel Flächenschaden, fällt mir gerade mal auf. Also meine Gang ist komplett nutzlos. Meine Kobold-Gang, die wird immer komplett zerballert. Aber was ist denn sein Plan, um zu gewinnen? Weil den habe ich noch nicht verstanden. Willst du mal dein... Ah, okay. Das ist ein Plan. Oh, ja. Das ist natürlich ein Plan. Komm, kriegen wir sie rübergezogen? Ja, okay. Immerhin. Das ist natürlich ein Plan. Hätte ich noch was setzen müssen fürs Barbarenfass? Weiß ich nicht. Aber gut. Die Widderreiterin einfach spammen und dann wegseppen, weil der Sepp stark genug ist, um die Kobold-Gang zu killen. Ist natürlich eine Strategie. Na gut, aber ich baue jetzt hier einen Push auf, den er, glaube ich, nicht stoppen kann. Glaube ich. So, wir warten mal noch ein bisschen. Weil ich glaube, er spielt gleich noch den... Na gut, dann machen wir es so. Okay. Oh nein, ich habe mich voll verklickt. Missklick. Ich wollte die Gang gar nicht spielen. Da müssen wir es mal kurz wegziehen. Ein Hit kommt durch. Aha. Hat er rumrotiert, ist die Frage. Ich hau mal das Koboldfass raus. Ich glaube, er hat vielleicht gerade frisch eine Rotation das Fass... Okay, da kam Pilz durch, okay. Ich spüre den Pekka. Das war natürlich taktisch überragend von ihm. Das war natürlich taktisch überlegen. Überlegen und klug gespielt. Wie viel Leben hat er noch gehabt am Ende? 400? Wenn er nicht 2 Level über mir gewesen wäre, wäre es ein Turm down gewesen, oder? Weil ein Level Up gibt doch irgendwie so 200 Leben für einen Turm. Also hätten wir dasselbe Level gehabt, ich weiß, das ist eine lahme Ausrede, aber wenn wir dasselbe Level gehabt hätten, hätte er nicht gewonnen. Oh, Level 10, Mann. Oh. Ah, ja, das ist ein richtig starker Call auf jeden Fall. Die einfach rauszuhauen. Ja, Boosty von mir ist noch, das ist richtig stark. Ah, Gott, okay. Ich mach mal was Dummes. Ich will nur gucken, was er macht. Inferno-Turm, also war es gar nicht so dumm, tatsächlich. Könnte ich den Sepp nicht... Ich meine, blitzen... Ja, ich könnte wahrscheinlich blitzen. Aber ich spare ich mir lieber, das Elixier. So, der Jäger regelt das. Was hat er denn gegen Kleinvieh, ist die Frage. Ich hau mal wieder mein Koboldfass raus, um zu gucken, was er macht.
Magier, okay. Soll ich? Ich blitze das nicht, ich blitze das nicht. Macht ja keinen Sinn. Wenn er noch was setzt, was auch so... Oh, er haut Lithobermann raus, oder? Nee, dann macht das so. Okay, dann blitze ich das ganz schnell. Fum, fum. Und fast noch einen Hit rausgekriegt, aber nur fast. Jetzt will er die Lithobermann raus... oder das? Okay. Ist das sein Plan? Einfach Einheiten spammen und hoffen? Jetzt kommt die Skelettarmee. Okay. Oder lässt mich durch. Komm, er haut's raus. Elite-Barbaren kommen jetzt und Rage. Ich glaube, der hat nicht mehr im Kopf. Ja, und jetzt auf der anderen Seite. Das ist doch, Bro, das ist doch komplett... Das ist doch komplett egal, auf welcher Seite du das spielst. Das ist auf keiner Seite eine gute Taktik. Na ja, komm, ich mach mal Kobold-Gang einfach, weil er setzt eh Inferno-Turm gleich rechts. Da kann ich links schon mal ein bisschen Schaden machen. Ja, oh, er macht so, er macht so. Dann machen wir es mal so, ziehen wir es mal weg. Dass sie zumindest weg sind. Vielleicht setzt du noch was. Muss er nicht, aber vielleicht setzt du noch was. Weil er Panik kriegt. Weil der Päcker immer näher kommt. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt setzt er einen Magier hinten. Was macht er? Was macht er? Was ist sein Plan? Was ist denn... Da ein Magier, okay. Ach, von mir aus ganz ehrlich, wär's mit jetzt mit dem Päcker ab. Ohne Witz. Jetzt kommt nur das, okay. Er haut quasi alles raus, was er hat. Er haut echt alles raus, was er hat. Okay, der Turm gehört uns aber schon. Und, ja. Gut. Das haben wir jetzt relativ locker gewonnen. Kurz, hast mal wieder einfach rausgespammt. Ja, kam ein bisschen Schaden bei rum. Ja, es ist halt so eindimensional, was er macht. Da wäre ein Blitz richtig schön gewesen. Ein Blitz hätte richtig schön Value gehabt. Ja gut, er macht jetzt ein bisschen Schaden. Oh, Lisa-Bahn auf der anderen Seite. Könnte ein bisschen Schaden sein. Könnte. Na dann. Machen wir es so. Okay. Gut. Das haben wir gewonnen. Ich würde auch sagen, verdient. Ich habe den Gegner relativ gut gelesen. Auf einem niedrigen Niveau kann man sagen, dass ich der beste Spieler war. Also, in Schulnoten war er eine 4. Und ich war eine 4+. Wenn man so möchte. Es hilft mir aber nicht weiter. Es bleibt dabei. 2 Siege brauche ich. Und für die Kronentruhe muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zerstören. Aber gut, Sieg ist Sieg. Freut mich. Das freut mich. Wer haut denn da das Gift einfach raus? Was machst du jetzt, wenn ich das Fass spiele? Ich würde sagen, Magier setzen, oder? Nope. Nope, nope. Er fällt ein bisschen. Das hat er gemacht. Komm ich jetzt den Päcker mal. Ich glaube, der setzt ein... Okay. Ich sag nicht, was er setzt, weil er hat es auch nicht gemacht. Ein Schneeball? Er hat nichts mehr gegen Kleinvieh. Er hat sein Anti-Kleinvieh hat er gerade rausgehauen. Er hat nichts gegen Kleinvieh. Jetzt hat er eine Skelettarmee bestimmt. Nee, die Guards. Okay. Wobei, ich kann es jetzt supporten. Oh, 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 oh. Kann ich die eigentlich... Kann ich die anziehen? Ranziehen? Kommen die vielleicht an den King Tower? Ja. Okay. Da war ich mir unsicher. Aber hat geklappt. Er hat... Das Fass und... Das hat er auch noch? Okay, dann wehren wir es mal ab. Muss ich abwehren, leider. Weil die sind Level 8 und würden meinen Turm ein bisschen runterlasern. So, perfekt. Der müsste dann fast weg sein. Aber was hau denn raus, um zu gewinnen? Was ist sein Plan? Also, ich kann gerne nochmal das Koboldfass... Er wird das Barbarenfass wieder choken. Ich sehe es. Nee, er hat gewartet. Er hat klug gewartet. Oder? Hä? Er würde ich zerstören jetzt. Ich pushe ihn jetzt kaputt. Das war so komisch. Einfach so ein Gift rausgehauen. Ja gut, da muss ich auch nicht so viel machen. Mein King Tower ist aktiviert. Ich setze mal den Jäger. Das erste Schwein ist weg. Das zweite Schwein... Ich meine, es kommt Schaden bei rum. Kann man nicht verneinen. Es kommt Schaden bei rum. Wir machen es mal so. War vielleicht jetzt nicht das Beste. War vielleicht nicht das Allerbeste. Aber ich meine, er müsste nicht so viel Elixier überhaben, um das zu verteidigen. Ich meine, er müsste auch jetzt nicht mehr viel Kleinvieh haben. Ja, machen wir es mal so. Gut, der Turm ist gefallen. Die Schweine können wir mit einem Tornado abwehren, würde ich sagen. Wenn es überhaupt nötig war, weil es vielleicht ein bisschen viel, aber wir haben keinen Schaden gekriegt. Er setzt einen Ofen auf der falschen Seite. Wir pushen jetzt links. Das wird abgewehrt. Vielleicht setze ich noch einen Jäger.
Ja, ich jetzt noch einen Jäger. So. Jetzt noch ein Babydrachen. Er setzt das. Das gibt mir einen guten Value. So, Achtung. Fum, fum, fum. Schön. Die Guards. Wir ziehen jetzt mal alles zur Seite, weil ich da Bock drauf habe. So, oh, war unnötig. Okay, wir müssten am Turm sein. Er wehrt ab. Ja, aber wir müssten auch jetzt ein bisschen zerstören. Wir machen mal den Jäger. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Das reicht nicht. Ah, verdammt. Schade. Fast zwei Türme noch geholt. Okay, aber auch gewonnen. Gut. Okay, noch ein Sieg und wir haben die Magietruhe. Bitte kein Level 10 Gegner. Bitte kein Level 10 Gegner. Bitte. Hier sind alle drei Level über mir, Mann. Okay, ein früher Inferno-Turm. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich splitte sie einfach mal. Ja, also er weiß, glaube ich, auch nicht, was er machen soll. Er haut einfach irgendwas raus. Mach ich auch mal. Oh, Schweinereiter kommt jetzt. Kommt der Schweinereiter? Kommt der... Was macht er? Was... was ist seine Karte, um zu gewinnen? Da ist der Schweinereiter, okay. Ich aktiviere mal nicht den King Tower. Okay, es war unnötig. Der Tornado war unnötig. Der war nicht, nötig. Deswegen unnötig. Das Fass, ja. Soll ich die Gang setzen oder... Ich lasse es durchlaufen. Er hat den Fernturm, aber... Erwischt der Inferno-Turm den Packer, wenn ich das so place? Kann ich den nicht einfach wegblitzen? Bis mein Packer angekommen ist? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ich kann das easy wegblitzen. Weil ich noch ein bisschen Kleinvieh, was denen jetzt nochmal auffällt. Wir machen das mal so. Okay, das sollte reichen, ehrlich gesagt. Okay, jetzt kommt... Ja, soll er ruhig was setzen? Mein Kobold-Fass ist dran. Wehrt das ab? Er wehrt es nicht ab. Oh gut, der Turm gehört mir. Stark, okay. Oh. Oh. Okay, der Turm gehört nicht mehr. Der Schneeball kam unerwartet. Hätten wir dasselbe Level gehabt, dann wäre der Turm gefallen. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Was macht er jetzt? Eisgolem Schweinereiter? Oder einfach nur so rotiert? Ich check ihn nicht. Ich check ihn legitim nicht. Ohne Witz, ich weiß nicht, was sein Plan ist. Jetzt kommt gleich wieder Eisgolem und Schweinereiter, oder was? Ja, aber das wehr ich doch blind ab. Das wehr ich doch blind ab. Nee, da setze ich nicht mal. Das ist so nah, da spare ich mir das Elixier. Wir machen das jetzt so. So, jetzt blitzen wir es weg. Muss ich überhaupt blitzen? Ich mach's trotzdem. Oh! Na gut. Ich sag mal so, den einen Fernturm. Oh, das war unnötig. Den einen Fernturm, damit habe ich gerechnet, ob es noch ein zweiter kommt. Das war jetzt unerwartet. Damit schalten wir die Magietruhe frei. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und ich habe so eine Magietruhe noch gekriegt. Yo! Das heißt, ich habe zwei Magietruhen. Das kostet 72, die zu öffnen. Soll ich das machen, dann öffnen wir zwei Magietruhen in der Folge. Oder soll ich mir die sparen? Ich glaube, ich spare mir die lieber, weil das ist zu viele Juwelen. Weil es sind zu viele Juwelen, die ich da einfach ausgeben müsste. Aber hell yeah, wir haben eine Magietruhe gekriegt. Okay, ich würde sagen, wir öffnen auch mal kurz die Magietruhe. Vielleicht ist da was drin. Vielleicht. Erstmal Münzen. Nice. Königsrekruten. Die meiner Meinung nach schlechteste Karte, weil ich habe keine Ahnung, wie man die spielen sollte. Zeppis, freigespielt, okay. Minenwerfer, auch nicht so gut. Barbaren, mag ich nicht so. Riese, spiele ich nicht so. Dunkler Prinz, spiele ich nicht so. Und? Ah, da war nur Müll drin. Also kein Müll, aber da war nichts drin, was ich wirklich leidenschaftlich spielen würde. Gut, dann spielen wir mal, bis wir die Kronentruhe freigespielt haben. Das dauert jetzt vielleicht wirklich ein bisschen. Okay, ich guck mal wieder, was er so im Gepäck hat. Weil er setzt ja nichts. Mal gucken, wie er es abwehrt. Er wehrt es ab mit einer Prinzessin. Okay. Und den Megaritter. Cool. Cool, 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 cool. Das hätte ich anders platzieren müssen. Tatsächlich. Was hat er denn noch? Ich glaube, er wehrt es ab. Deswegen mache ich mal sowas hier. Ich glaube, wir wären noch nicht durchgekommen und links so ein Sneaky Mini-Packer.
So ein Sneaky Minipacker, der kriegt einen Hit durch. Der kriegt zwei Hits durch. Der kriegt drei Hits durch. Ja, das war schon der richtige Call. Weil normal hätte ich ihn supportet, den Packer. Aber der hat ja schon ein bisschen Schaden gefressen. Der hätten wir nicht... Oh, oh, nein, 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 die Skelette. Als ob, okay. Oh, ärgerlich. Aber es war der richtige Call. Das war ein überraschender Call, das war in Ordnung. Okay. Die Magier blitzen wir jetzt aber weg. Wir warten noch ein bisschen jetzt. Schade, ich dachte, supportet das noch. Aber gut. Okay. Kriegen wir Explosionsschaden? Der ist so weit weg. Ja, ich habe extra noch den Tornado eingesetzt. Damit das nicht hittet. Nein. Das ist eklig. Eklig. Das ist ekliger Schaden. Schaden, den man nicht möchte. Oh Gott. Okay. Den einen Hit der Prinzessin fressen wir mal ganz kurz. Damit wir nicht in irgendeinen Gegner schon Angriff laufen. Wir machen es mal so. Jetzt support ich ihn aber, weil er hat noch genug Leben. Macht doch jetzt Sinn. So. Golem. Was zum Teufel? Ich predikte mal die Skelettarmee. Oh. Komm, kriegen wir den Hit durch? Oh, schön. Schön, wir haben Hit durchgekriegt. Richtig stabil. Okay, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir machen das dann mal so. Wir machen das vielleicht mal so. Oh nein, die lebt noch. Der Tour. Oh. Der Ballon ist noch kaputt gegangen. Das war so knapp. Das war ja so knapp. Okay. Das war ultra, ultra knapp. Okay. Er haut gleich einen Mega-Ritter raus, höchstwahrscheinlich. Deswegen machen wir es mal hinten. Ein Golem? Also, bis der ankommt, ist sein Turm wahrscheinlich weg. Ohne jetzt gemein klingen zu wollen. Aber ist sein Turm weg, bis der ankommt. Ja. Haben wir auch gewonnen! Okay, ja, ich krieg's nicht hin, mehr als einen Turm kaputt zu machen. Aber wir gewinnen relativ stabil. Oh, wir haben Seppis freigespielt. Beziehungsweise nochmal 10 Seppis dazu. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Schaden durch. Ja. Nicht essentiell viel, aber ein bisschen Schaden war das. Wenn jetzt Nietzsche überbahn hat und die auf der Seite setzt mich tot. Immer noch. Okay, er macht sowas. Dann bin ich jetzt nicht tot. Ich kann eher so einen Tornado setzen jetzt. Der ihm wahrscheinlich mehr wehtut als mir. Ja, wir haben das noch am Start. Eine unangenehme Kohle ging auf der anderen Seite, oder? Also wenn er was setzen sollte, würde ich Minipacker links raushauen. Nee, okay, so nicht. Doch, hätte ich machen können. Aber jetzt haben wir hier so eine dumme Situation, dass ich die Koboldgänge einfach spielen muss. Die aber jetzt wegsteppen wird, oder mit der Feuerball. Okay, das war ein gutes Value. Das war in Ordnung. Okay, machen wir es mal so und halten den Blitz bereit. Wer spammt jetzt was? Und ich predikte einfach. Oh, das war jetzt nicht unbedingt gut. Das war nämlich ultra teuer. Wenn es was davor sitzt, wird es wehtun. Macht er aber nicht, oder? Macht er nicht. Okay, dann... Kein Fan von dem, was er jetzt tut. Kein Fan. Nee, jetzt kommt wieder keine Horde. 3, 2, 1 und Lakai. Oder auch nicht. Kommt die jetzt? Wieso spiele ich die Gang da jetzt? Das ist so ein Urinstinkt, der einfach falsch ist. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Ich weiß, es ist der falsche Call, aber ich konnte es nicht stoppen. Das war irgendein Urinstinkt. Das mag ich nicht. Jetzt fehlt mir natürlich... Oh, komm. Die machen Schaden. Okay. Ich bin jetzt den Packer mal was vorne, der jetzt nicht... Okay, gut. Ich glaube, er hat sich verklickt und wollte eigentlich einen Lava-Hund spielen. Machen wir es mal so, weil jetzt kommt die Lakaien-Horde. Die wird aber weggefetzt. Und jetzt kommt mal ein Koboldfass. Achtung, so. Was macht der? Ohne Witz, was macht der? Er schenkt mir ein bisschen was. Machen wir weiter Druck. Oh, soll ich vielleicht bei 3 Druck? Ich mache jetzt mal auf 3 Druck und auf 2. Klappt das? Klappt! Yes! 3! Okay, stark. Ich weiß nicht wie, aber danke, Sophie. Das war ungewollt, der Reim. Stark. Damit sind wir jetzt bei 7.
Machen weiter. Das Video wird ein bisschen Überlänge haben, aber ich finde, bei solchen Spielen ist es auch okay, wenn das Video so 20 Minuten gehen könnte. Weil die hat man dann einfach an und die flowen einfach durch. Und der Gegner ist, glaube ich, ein Türke. Habe ich das Gefühl. Wegen den Zeichen. Hab, Pars, Adap. Ja, könnte sein. Mal sehen, wie es läuft. Er ist nicht Level 10. Respektiere ich schon mal und ersetzt das Kampfholz dagegen. Okay. Das heißt, ich habe die Gang gleich frei. Oh. Okay, gut. Ich bin richtig schlecht im Predikten von den Tunnelgräbern, aber es hat jetzt geklappt. Hm, was setze ich denn? Was setze ich denn? Was setze ich denn? Was setze ich denn? Ich mach's mal den Mini-Packer, den großen Packer. So, er trifft meinen Turm nicht, sehr gut. Machen wir es mal so. Wenn er einen Fernturm hat, dann wäre es ein bisschen doof. Aber hat er nicht, oder? Er hat sowas. Okay, perfekt. Kommt mal alles zur Seite, kommt mal alles zur Seite. Der Jäger kümmert sich um euch. Der Jäger kümmert sich um euch. Der Jäger kümmert sich um... Gut, darum kümmert sich der Jäger, glaube ich, nicht. Oder doch? Okay, ich hätte das gar nicht setzen müssen, Babydrachen. Ich könnte jetzt mit dem Kobold fast supporten, aber es wäre ein bisschen viel. Es wäre ein bisschen viel. Es wäre zu gierig gewesen. Hätte ich noch vor einer Woche gemacht. Aber jetzt inzwischen natürlich nicht mehr, weil ich ein bisschen klüger geworden bin. So, predikten, predikten. Ah, okay, er geht. Er geht anscheinend gern zu dieser Seite. Jetzt kommt gleich das Fass. Oh, Bro. 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 Ich kann nicht gerade lesen. Ich kann nicht gerade so gut lesen. Ja. 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 Der Turm gehört mir. Das war klar. Das war klar, dass das Kampfholz kommt. Und dass ich dann richtig schön mein Fass dahin werfen kann. Oh, ist das gut? Wieder gewonnen. Ich habe einfach einen Lauf. Ohne Witz. Ich habe so einen heftigen Lauf gerade. Es ist wie die letzte Folge. Die erste Runde verliere ich. Und danach gewinne ich nur. Wir machen weiter Druck, wir machen weiter komplett Druck. Komplett Druck machen wir. Komplett Druck. War das dumm? War das dumm? War das zu viel? Das war zu viel, oder? Komm, 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 komm. Das war zu viel, das war zu viel. Oder? Okay. Ah, ich will das erzwingen. Er hat kein Elixier, er hat kein Elixier. Komm, das reicht, das reicht, das reicht. Ich muss nur einen Hit durchkriegen mit irgendwas. Einen Hit mit irgendwas, dann haben wir es. Komm. Komm, komm, komm. Ja, das war's, das war's, das war's. Okay. Okay. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Kronensruhe öffnen wir mal. Gold ist da drin. Juwelen sind da drin. Feuergeister sind da drin. Lakaienorder ist da drin. Musketieren ist da drin. Und Ballon ist da drin. Spiele ich alles nicht. Aber stark. Okay, Leute. Das war ein richtig kranker Lauf. 7 Siege nacheinander. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute. Sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß an diesen Videos habt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo, mit einem Kommentar, mit was auch immer. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.